Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Und heute gibt es ein Black Ops 2 Pod Gameplay auf Neutapai Taiwan. Herrschaft gespielt, natürlich, wie soll es auch sein, vom Tiraki TX. Er hat heute in seinen Koffer eingepackt die SWAT mit Schaft und Schalldämpfer und als Abschlussserien die Fernlenkladung, die Kriegsmaschine und den Orbitalsatellit. Er will euch wirklich hier mit dem schönsten der schönsten Sachen überraschen. Das sehen wir gerne. Und da habe ich mir direkt mal gesagt, dass das so schön ist, da laden wir direkt mal ein Fössel mit ein. Dachfössel. Ja, Moinsen, suchen wir am Tisch und so. Ja, und unnützes Wissen an den Start. Freu mich. 1-3% aller Kinder haben Kopfläuse. 1-3%, das ist gar nicht mal so viel. Hast du gedacht, mehr oder was? Ja, Kopfläuse, hallo, also ich meine, in so ärmeren Ländern dachte ich, das kommt schon häufiger vor. Da habe ich keine Haare mehr. Ja, genau. Peruaner, Freunde. Peruaner essen pro Jahr 65 Millionen Meerschweinchen. Okay. Ja, lasst euch merken. 65 Millionen Oinkies. Wo kriegen die alle her? Schöne peruanische Zuchtfarm für Meerschweinchen. Vielleicht echt eine Delikatesse. Muss man mal ausprobieren. Was machen wir heute? Machen wir heute mal ein Meerschweinchen-Schnitzel. Ah ne, lieber Meerschweinchen-Gulasch, finde ich geiler. Ja, gib mal so einen Schenkel her. Ja, halbes Meerschweinchen, ne? Pommesbude. Check in 2HW Meerschweinchen. Das RGS-14-Gen von Mäusen, das deren Lern- und Gedächtnisleistung verschlechtert, wird Homer-Simpson-Gen genannt. Das habe ich sogar schon mal irgendwo gehört. Also, dass es wirklich ein Gen gibt, was Dummheit aus. Ja, was für Dummheit sorgt, dass das wirklich Homer Simpson Gen genannt wird. Finde ich extrem witzig. Also. Da muss aber einer drauf. Totaler Simpsons-Fan. So, ja, nehmen wir mal Homer Simpson Gen. Menschen erholen sich nach Operation schneller, wenn vor ihrem Krankenhauszimmer Bäume stehen. Okay. So, was haben wir denn noch hier? Den starken Haarwuchs bei Frauen an Stellen, an denen üblicherweise Männer behaart sind, nennt man hier Sotismus. Ich wollte nicht wissen, dass es Frauen gibt, die stärker behaart sind als Männer an üblichen Stellen. Ja, wann darfst du einer Frau ins Gesicht spucken, wenn der Schnurrbart brennt? Tiefkühlprodukte tauen im kalten Wasser schneller auf als an der warmen Luft. Das ist ja Physik. Ja, aber wusstest du das? Dass die im kalten Wasser schneller auftauen als an der warmen Luft. Ja. Das ist ja auch, wenn dir kalt ist, also wenn es draußen arschkalt ist und du kommst rein und bist gefroren bis zum Gehtnichtmehr, wird dir schneller warm, wenn du deine Hände unter kaltes Wasser packst, als wenn du die einfach vor die Heizung hältst. Klugscheißer. In 16,5% der Haushalte in Deutschland lebt eine Katze. Das ist von Das Marker. Da werden sie gegessen. Nom, 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 nom. Lecker, lecker Kätzchenfleisch. Ja, 16,5%. Das ist auch vollkommener Bullshit. Der Pazifik ist im Durchschnitt 4.300 Meter tief. Ja. Wer hat das ausgerechnet? Der soll mal bitte hier bei mir persönlich vor der Tür klingeln. Den möchte ich gerne auf die Fresse hauen. Ja, das muss man erstmal alles nachmessen, ne? Also, krass. Also, ich weiß nicht, wen es wirklich interessiert, aber gut, sollen sie machen. In Seattle gibt es ein Restaurant, das sich The Berlin Döner nennt. Okay. Cool. Deutscher ausgewandert. Das ist doch mal geil. Inka-Frauen, also Inka, hier die Inkas früher, mussten eine Kartoffel schälen, um zu beweisen, dass sie eine gute Hausfrau abgeben. Ich finde, das könnte man heutzutage auch wieder einführen. Ja. Ja. So, die deutschen Frauen, die sollten mal alle Kartoffeln schälen, nur ja, um zu zeigen, dass sie eine gute Hausfrau. Und beim ersten Date bringst du eine Kartoffel mit dem Messer, so zeig mal, was du kannst mit. Ob da noch was läuft, ist die Frage. Chuck Norris und Benjamin Blümchen haben denselben Synchronsprecher. Geil. Wusste ich auch nicht. Ich höre sie auch gar nicht gleich an. Also, der verstellte die Stimme dann recht krass. Oder? Für einen 5 Meter langen Gang braucht ein Maulwurf eine Stunde. Boah, der Arme.
Und dann vertreiben wir die noch immer noch aus dem Garten. Was haben wir noch? Jeder Knoten in einem Seil vermindert dessen Reißfestigkeit um 50%. Auch genauso ein Schwachsinn. Wie kommt man darauf, sowas? Also. Es kommt noch geiler. Ein Europäer besitzt im Durchschnitt 10.000 Dinge. Wer rechnet sowas aus? Jo, ich habe 10.000 Dinge. Dazu gehören 438 Pfandflaschen. Ja, vor allen Dingen, jetzt musst du nochmal wirklich durchgehen. Wenn du jetzt mal wirklich deinen kompletten Hausrat nimmst, mit allen möglichen Scheiß, mit Spielen, mit Münzen, all dem ganzen Fick, da kommst du doch auf mehr als 10.000. Meinst du, da kommst du mehr? Also 10.000, das ist schon ganz schön. Allein viel. Wenn du schon einen Drucker hast mit Papier. Ja, das ist so. 500 Blatt Papier. So, 500 Mopeds schon mal. Dann die ganzen Münzen-Scheiße. Ja. So am besten nur so eine 1-Cent, 2-Cent-Flasche, wo du die Kacke sammelst. Ja. Ey, da kommst du locker auf mehr. Ah, weiß ich nicht. 10.000, ey, das ist aber ganz schön viel. Definitiv. So, zählt mal nach zu Hause jetzt. Ja, Münzen zählen angesagt. Mach kurz Pause und rechnet mal, was kommt. Sticht eine Mücke einen betrunkenen Menschen, so hat sie danach die halbe Blutalkoholkonzentration wie ihr Opfer. Geil. Ja, da isst man doch gerne Mücke. Muss nicht saufen. Fliegst einfach auf die Besoffenen und gibst denen. David Schnarch ist ein bekannter Sexualforscher. David Schnarch. Okay. Ja, nice. Was haben wir noch hier? In Kroatien trinken viele Menschen Pipi, eine Orangenlimonade. Auch sehr schön. Boah, langsamer. Hey, guck mal hier, 2 Liter von dem Pipi her. bescheuert, die Kroaten. Den Gruß per Handschlag gibt es seit dem Mittelalter. Er sollte zeigen, dass man keine Waffe führt. Okay. Ja. Oh. Okay. Korrekt. Mr. Methan ist ein bekannter britischer Kunstfurzer. Wie kann man denn Kunstfurzer werden? Was ist denn ein Kunstfurz? Also entweder schiebst du dir einen Liter Farbe in den Arsch, beugst dich nach vorne und ronzt das an eine Leinwand. Ja, klingt gut. Oder du zündest die an und die machen besondere Figuren. Ich weiß es nicht. Hier, heute mal ein Segelschiff mit 8 Masten. Oder du kannst halt hier, was weiß ich, Beethoven nachfurzen. Das wäre natürlich auch geil. Schön, die 5. Sinfonie. Gib ihm. Würde mich mal interessieren, ob das überhaupt einer kann. Auf Kommando furzen. Ja, auf Kommando oder die, nicht, aber... Die 5. Sinfonie furzen. Ja. Ja, wenn ihr das könnt, macht man eine Videoantwort. Ach, gibt's ja nicht mehr. Scheiße. Apple hat mehr Geld zur Verfügung als die Regierung der USA. Alter. Das ist beängstigend. Über jeder Lappen mit dem iPad rumrennen. Oder iPhone. Ja. Guck mal. Ja, das ist echt krass. Frankreich hat die meisten Kreisverkehre der Welt. Rund 30.000. Alter. Ja, aber Kreisverkehre... Braucht kein Schwein. Boah, die und vor allem die französischen Kreisverkehre gehen mal so gar nicht. Ja, ich war noch nie da. Also bin ich jetzt auch nicht traurig drum. Weiß ich nicht, muss man Frankreich mal gesehen haben? Nee. In Berlin gibt es mehr Dönerbuden als in Istanbul. Okay. Krass. Was haben wir noch? In Indien gibt es etwa 100.000 Tupperware-Beraterinnen. Ey, die haben schon nichts da. Und dann, Tupperware haben wir. Da. Was auch. Also, Freunde, unnützes Wissen extrem heute. Menschen unter 18 und über 65 Jahren brauchen in Finnland keinen Angelschein. Oh, das ist natürlich gut zu wissen. Darfst du nicht zum Geburtsangeln gehen, wenn du 18 wirst. Wenn man die Zeit zusammenaddiert, brauchen Frauen im Durchschnitt 76 Tage ihres Lebens, um etwas in ihrer Handtasche zu suchen. Was? Räumt die auf, ihr Frauen. Räumt eure Handtaschen auf. Bringt das System rein. 76 Tage gehen verloren, weil die Alter da rumbüllt. Das ist echt krass. Deutschland besteht zu 32% aus Wald. Oh, okay. Schön. So, und das Gameplay neigt sich
Ah, haben wir noch Zeit. In Wisconsin, USA, lebt ein Mann namens Bizzo Dudu Zupidi Bob Bob Bob. Was ist das denn für ein Name? Ich will nochmal Bizzo Dudu Zupidi Bob Bob Bob. Ja, geil. Ich glaube, ich muss mal zum Amt gehen und mich umnennen lassen. Bockiger Name auf jeden Fall. Kann kein Mensch aussprechen, aufschreiben, genauso ein Problem. Herzlichen Glückwunsch. Schreiben Sie mal bitte hier. Ja. Wie steht das denn auf dem Pass drauf? Genauso? Ja, glaube ich. Wir brauchen eine extra Seite, um da dran zu schreiben. Hast du so ein DIN A4-Blättchen? Als genau, zum Ausfalten hin. So, was haben wir noch? Johann Sebastian Bach hatte 20 Kinder. Also fleißig, der Kollege. Und war aktiv. Ja. Ist der Drops auch gelutscht? 37-2. Solide. Wenn ihr besser könnt, macht das mal mit den Killswigs. Vielen Dank nochmal an Tiraki TX. Und natürlich vielen Dank an Fösse. Ich verabschiede mich mit einem guten Schuss. Euer Commander Krieger. Und das Schlusswort kriegt der eben sogenannte. Ja, ich würde sagen, wir sind raus. Macht's gut. Haut rein. Ciao mit V. Und Mädels hupen vom Tisch. Schön beim Einpacken, dass die Dinger nicht abfrieren. Tschüssi.